Ja, Moskito-Level wieder. Die taugen mir irgendwie. Schieß den Vogel ab. Es hat eh was für Flappy Bird gehabt. Komplett. Nur ich hab Lenken noch zusätzlich müssen. Der Rest war eigentlich ziemlich ident. So, nach hinten schauen. Nein, da ist nix. Unten ist da was. Ja, gehen wir rüber. Weiß ich das auch. Gut, also in den Moskito-Level wie immer nichts drin. Einfach nur schießen. Schießen. Da kommen die Angry Birds schon. Oh shit, das wird vergeigt. Aber ein zweites Ding ist sicher nicht verkehrt. Ja, das holen wir uns auch gleich. Wie hätte ich das jetzt holen sollen, wenn das so schnell auftaucht? Ah! Das war wieder geschenkt. Nein, das... Müssen die so schnell reagieren? Unmöglich. Für mich zumindest unmöglich. Meine scheiß Skills. So, den Sack. Na. Wie kann ich da hinholen? Ah, rein ich fliegen. Gut, jetzt hauen sie halt einmal. Scheiße. Alter, wo war jetzt eine Barrikade? Zum drauf schießen? Das muss ich mich jetzt richtig konzentrieren. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen die Wappen halt einmal so abwechseln. Ah, da durch! Wie mies! Alter, gebt's mir ein Leben. Komm, gebt's mir bitte ein Leben. Ja, ja, das heißt wahrscheinlich, dass irgendein... Okay, der kann jetzt erschießen. Das sind ja komplett Angry Birds. Die sind verschieden angezogen. Okay. Ui, der geben richtig viel. Den kann ich nichts tun. Violetten. Na! Alter, jetzt aber nicht echt alles nochmal. Na. Alter, wie geil die animiert sind. Ah, wieder! Verdammt. Boah! Der ist jetzt so schnell gekommen. Ich bin da komplett überfordert. Da passiert so viel. Die Dinger da sind Snake, die roten und die violetten. Die Pfeile sind Angry Birds und das, was vorher passiert ist, war Flappy Birds. Also die haben da... Ob das jetzt wirklich eine Parodie war auf die... Auf die ganzen Hype-Handyspiele. Ob das Level eine Parodie ist, ich weiß es nicht. Das kommt mir nämlich viel besser vor. Ich schaff das nicht. Mir überfordert das so viel. Ich weiß nicht, wo ich mich bewegen soll. Hinten oder vorn. Achso, das sind kurze Violette. Ja, super. Hilft mir nichts, wenn ich dann da scheiter. So. Und jetzt. Der rote da, der ist so schwer. Der überfordert mich komplett. Komm bitte nicht noch einmal. Das war ein guter Punkt. Jawohl. Endlich. Das war jetzt eine schöne... Schwere Geburt.
Ja gut, da fehlen sehr, sehr viel ums. Also da bin ich vor 300 ja unglaublich weit weg. Aber ist auch nicht mein Anspruch, den ich erhebe, muss ich auch dazu sagen. Hochspannung, oh je, das hört sich nach Stromleitungen an. Also die komischen roten Zickzack-Dinger. Oder ein bisschen Schiss. Ah, da sind die Dinger, okay. Und da. Wow, das ist nicht ohne. Wie soll ich denn? Geht sich das aus? Da oben ist ein fixer Geheimgang, oder? Ha? Ich muss loslaufen, wenn die Elektrizität weg ist, dann ist sie genau einmal da. Nein! Nein, aber auch nicht. Warte mal. Je, ja, ist zwar nur eine Piratenmünze, aber okay. Warum nicht? So. Oh, oh. Na? Scheiße. Ah, so. Nächste Piratenmünze. Gehört mir. Das Herz ist mal wichtiger, muss ich sagen, als die Bums. Warte mal, wieso kannst du... Achso, weil ich einen Mondsprung machen muss. Aha, sie schreien schon hell. Na! Na, was tust du denn? Kleiner König. Das ist nur ein Socker um jetzt, oder was? Nicht der Ernst. Oder habe ich jetzt die Höhe, die ich brauche? Wo schreien's denn, helft mich? Da unten. Das ist ein Scherz. Das ist der reguläre Weg. Na. Gibt's wen, der die Elektro-Level mag? Weil ich kann es mir nicht vorstellen. Alter, brich aus sie! Jetzt habe ich schon geglaubt, ich muss das jetzt, bevor das kaputt ist alles. Aber es ist zwar gegangen, passt, das ist stehen geblieben. Strom oder Wasser. Das kommt drauf an. In Rayman Origins, wo die Unterwassersteuerung echt gut ist, würde ich sagen Stromlevel, wenn es wirklich solche typischen Stromlevel sind, wie man es halt hast. Der ist da. Was da jetzt gerade passiert, das ist gar nicht so schlimm. Das ist echt okay. Da war ich noch. Schauen, was sich neu fallen lassen. Hier brauche ich auch nicht. Ah, da ist die Piratenmünze. Warte mal, ist die jetzt. Diesmal. Das ist noch schwerer. So. Und mit den Piratenmünzen kann man diesmal viel weit machen. Aha. Was? So. Ah, da wäre wahrscheinlich irgendwas gewesen. Jetzt hat es den Fang blasen. Okay. Ui, boah. Das ist ein riesen Bubble. Hat der dann Helm auf? Das ist jetzt der richtige Weg, oder was, da unten?
schreien schon wieder Help. Ja. Geil. Ja, drum eben, das meine ich, bei dem Rayman ist die Unterwassersteuerung echt gut. Drum würde ich sagen, wobei das jetzt eh kein Stromlevel war. Das zählt ja nicht als Stromlevel. Nein. Ich hoffe, das hat jetzt, ja, der Schlag hat noch zählt. Bei dem Rayman ist die Unterwassersteuerung richtig gut. Drum, also wie gesagt, da ist echt okay. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an Super Mario 64 denkst oder halt alte Spiele. Oh Gott, das. Oh. Muss ich da jetzt voll die Pro-Gamer-Skills haben, dass ich wieder rausgekommen oder was? Nein. Ja, aber schon bessere als ich hab. Aha. Okay. Ah, jetzt sind die wieder da. Nett. Warte mal, ist jetzt dafür. Aha, das ist. Das ist dafür die Krux an der Geschichte, okay. Na! Ah, da ist jetzt eine Piratenmünze oben. Die man entgleitet leider. Ja, ich hab's noch. Ja, das sind halt, also die Unterwasserlevel für die alten Super Mario-Teile, das ist der Stoff, aus denen Traumen gemacht sind, von unserer Generation. Die Generation Z, oder wie auch immer man die jetzt nennt, die wird niemals in den Genuss kommen mehr, was so beschissene Unterwasserlevel, wie wir gehabt haben. Ich glaube, ich gucke mir die unten durch, gell. Sagt da was. Die Münze. Die könnten auch ein Problem werden. Na, ich muss glaube ich. Ich muss glaube ich mich besser konzentrieren. Wo fängt es einmal an? So. So Angry Bird. Kann ich da ganz links stehen? Ohne dass mir das was tut. Na, voll gemein. Alter. Ich bin ja voll im Kopf gestanden vor dem Ding. Das gibt's nicht. Wie schnell muss man das sein? So schnell. Jetzt gehen wir mal weiter, bevor die. Wow. Münzen nicht mir gehört. So, passt. Sie haben schon wieder irgendwo Help mitgeschrien, aber ich glaube im nächsten Raum erst. Ah, das sind die schon. Hab ich schon alle. Oh, erst da noch Richtung jetzt. Ui, das ist schwer. Also Blödsinn, ich kann ja auf die. So ein dummer Mensch. Die Kabel stehen. Aber lauter schnell, schnell immer. Man kennt's. So, aber jetzt da. So, ist das jetzt noch schwerer, als ich erwartet habe? Bei den besiegen. Warte mal, Vögel da jetzt. Was ist denn das, hä? Wieso ist denn das so getimt, dass man da nicht sofort loslaufen kann? Aber jetzt. Na bitte.
Hey! Boah, er prallt ab. Richtig peinlich noch einmal zum Schluss. Scheiß mich an. Hab gar nicht viel gefühlt. Das hätte ich mir nicht gedacht. Oh mein Gott, wieder eine Truhe. Boah, Leute. Falls es nicht kennt. Das wird jetzt eine Gaude werden wieder. Hey, wieso sieht ihr denn Rayman? Ich bin ja kein Rayman. Ma, das ist gemein. Aha. Wie kommen die Viecher langsamer vor? Nochmal bereit machen, kurz tief durchatmen. So. Also die Kisten glaubt, dass ich es verprügeln will und umlauft sie immer davon. Natürlich würde ich das niemals tun und der unschuldigen Kisten auch nur ein Haar krümmen. Keine Ahnung, warum sie das glaubt. Alter, wie gemein ist das da? Lauf, 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 lauf. Alter! Was zum... Wie gemein war denn der Move jetzt? Alter, was passiert da? 6,5 Stunden später. Yes! Bist du deppert? Der Schluss da, wo man nochmal verkleinert wird, Alter, der kann ich richtig killen.